So, meine lieben Freunde, jetzt habe ich endlich das mal geschafft, den Herrn Gottschalk, der heißt nicht Thomas, sondern Kai, zu cashen. Und zwar habe ich das schon mal versucht auf dem Bundesparteitag, da war der Herr Gottschalk immer am Telefonieren. Und auf dem Sommerfest des Kreisverbandes, der AfD, Kreisverband Hannover Stadt, da war der Herr Gottschalk auf einmal verschwunden. Stimmt. Obwohl er mir das versprochen hat. Jetzt habe ich. Asche über mein Haupt. Und ich bin auch ganz stolz, denn der Herr Gottschalk hat mir das Du angeboten. Stimmt, korrekt. Aber natürlich darf man das als Freunde der Partei. Kai, wie fühlt man sich als Bundestagsabgeordneter? Also für mich ist das immer noch ein Traum zu leben. Bin total stolz, dass die Menschen mir und die Partei das Vertrauen geschenkt haben. Ich hoffe, ich kann da auch zurückzahlen mit fleißiger Arbeit und vielen Dingen, auf die Partei stolz ist. Aber kurz gefasst, ist ein Traum. Ich lebe gerade einen Traum, fühle mich wohl. Ist ein irres Gefühl und vor allen Dingen, wir bewegen was, auch als Opposition, und das macht mich stolz. Also ich bin glücklich. Also da muss ich wirklich sagen, das ist mir aufgefallen, am Anfang jedes AfD-Mitglied im Bundestag oder auch in den Landtagen überall, es sind ja alles neue Menschen, die sind vom Bäcker, vom Maschinenbaumechaniker, Aktienhändler, was weiß ich, auf einmal im Bundestag, muss Politik machen. Da habe ich mir natürlich gedacht, hoffentlich wird das was. Und dann gucke ich mir die Reden an und sage, meine Fresse, ja. Das wird aber richtig was, glaube ich, bei euch. Ja, also ich kann dem nur zustimmen und in den Hintergrundgesprächen, die es ja dann auch mit anderen Parteien gibt, da wird schon eingeräumt, dass man sagt, oh, ihr habt eine große Fachkompetenz und ihr seid so einigen Parteien, die da im linken Spektrum schon länger im Parlament sitzen, deutlich überlegen. Du hast es angesprochen, Fachkompetenz, Menschen, die schon gearbeitet haben, also nicht rein, wie sagt man immer schön, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, sondern Menschen, die was zu sagen die, haben. Die keine Ahnung haben. Oder die keine Ahnung haben. Nein, also ich glaube, das haben wir schon geliefert. Wir arbeiten in den Ausschüssen sehr gut mit und ich glaube, die Reden sprechen für sich, ja. Hier zu deiner Linken steht der Achim Nieder. Ja. Achim Nieder, der macht der... Ach, der Fahrstuhl piept. Okay. Der Achim Nieder macht ja das Format AfD-Studio Salzgitter. Okay. Und er ist aber mehr für den seriösen Teil so zuständig. Okay, ja. Und er hat aber auch vor kurzem sehr seriöse Fragen an Stefan Bothe zum Beispiel gerichtet. Hättest du mal eine von diesen Fragen, nur mal eben eine für ihn? Ja, ich hätte zum Beispiel die Frage, hatten Sie schon mal einen One-Night-Stand? Ja. Gut. Das finde ich sehr ehrlich. Hatten Sie mal lange Haare als Jugendlicher? So eine Trotzphase oder sowas? Also ich hatte früher längere Haare, aber eine Trotzphase hatte ich nicht. Ich habe einen Bundeswehrparker getragen. Das war damals normal in den 80er Jahren. Aber da hatte ich schon längere Haare. So also wie wir alle. Die ging schon bis hier. Und lagen auch auf. Ja. Hatten Sie schon mal einen Autounfall verursacht? Ja. Punkte in Flensburg? Ja. Gut. Haben Sie schon mal eine Nacht in einer Zelle verbracht? Nein. Gut. Dann kommen wir jetzt zum seriösen Teil des Interviews. Möchtest du, soll ich? Ich habe noch eine Frage. Gut. Ja. Hast du schon mal einen Joint geraucht? Nein. Respekt. Aber da hat man was. Aber eine Zigarette, mehrere. Denn darf man bei dem Thema Marihuana, Drogen, was ja auch teilweise bei den... Ich spreche die jetzt nicht aus, diese Farbe, die sieht so ähnlich aus wie das. Ja. Die reden ja mal ganz viel davon. Ja. Aber dann kannst du da gar nicht mitreden. Aber dafür gibt es ja andere. Kann ich nicht mitreden, will ich auch nicht mitreden und habe da auch eine klare Meinung. Dagegen? Ja, nur für, also ich habe das einem jungen Mann im Wahlkampf gesagt, da stehe ich schon für, wenn zwar pharmazeutische, also beispielsweise Rheuma oder andere schwere Erkrankungen eingesetzt wird, auf Krankenschein, ja, aber für alles andere gibt es Holland. Meine Schwester wohnt in Holland. Ja, dann. Wir beide besuchen die mal. Coffeeshops, gut. Okay. Und jetzt kommt eine 3 Minuten seriöse Frage. Nach 3 Minuten werde ich euch abwürgen. Gnadenlos. 3 Minuten darf der Achim Nieder jetzt vernünftig mit dem Kai Gottschalk über Politik reden. Sehr im gern. Schnelldurchlauf. Na dann, Achim, gib Gas. Also, meine erste Frage, ich sag dann auch mal Kai. Ja. Meine erste Frage, welche konkreten Anträge und Pläne liegen im Moment im Bundestag in der Pipeline? Also wir werden nächste Woche, da bin ich sehr stolz, als Finanzausschuss die Indexierung des Kindergeldes beantragen für Kinder, die im europäischen Ausland leben. Wir haben ja im Moment den Zustand, dass Kinder, die in Rumänien liegen, und das ist ein erheblicher Teil des Kindergeldes. Wenn sie denn leben. Wenn sie denn leben, das ist die eine Frage. Eben Kindergeld nach deutschem Muster bekommen, also 600 Euro bei 3 Kindern. Das liegt deutlich über dem Durchschnittsverdienst in Rumänien. Und der andere Missbrauch liegt
liegt vor, dass den Menschen hier teilweise, nehmen, gehen wir mal nach Duisburg, das Geld abgenommen wird und wir folgen da dem österreichischen Antrag. Mhm. Haben hier einen Gesetzesentwurf sogar eingebracht, der nächste Woche, glaube ich, dann auch durch den Finanzausschuss hoffentlich schon geht oder in den Finanzausschuss und den werden wir einbringen. Wir haben eine weitere konkrete Initiative, die Grundsteuer nach Kinderzahl abzubauen. Das heißt, bei einem Kind nur noch 50% der Grundsteuer, bei zwei Kindern 75% und bei drei Kindern 0% Grundsteuer. Wir haben einen weiteren Antrag jetzt gestellt, endlich die Progression zu indizieren, also eine kalte Progression auf Rädern abzubauen durch eine Formel, die wir vom Bund der Steuerzahler übernehmen. Den Antrag werde ich nächste Woche einbringen. Also wir haben bei uns, wo ich verantwortlich bin als finanzpolitischer Sprecher, einige schöne Anträge, die absolut unserer Programmatik entsprechen, in der Pipeline. Wunderbar. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Noch eine Minute. Na dann. Kai, ganz kurz. Wir kommen beide aus Nordrhein-Westfalen. Ja. Du kommst, sag nochmal, wo du herkommst. Ich komme aus dem schönen Nettetal, das ist Nettetal. 5 Kilometer von Holland weg. Da ist dann schon Venlo. Ja, Emmerich, wo ich herkomme, ist noch näher an Holland. Ja, wunderschön, da bin ich auch da nochmal. War ich gerade auf dem Stammtisch in Emmerich. Ja. In Klee. War ich gerade auf dem Stammtisch. Nun haben wir ja mit dem Ruhrgebiet eines der größten Probleme neben Berlin oder Salzgitter oder sonst was in Deutschland. Dort findet ja ein Strukturwandel der negativen Form statt. Ja. Guido Reil berichtet ja auch immer sehr plastisch darüber. Ja. Welche konkreten Maßnahmen können wir da direkt unternehmen, damit die Lage sich entspannt? Also ich denke, aus dem Bund wäre zum Beispiel eine Maßnahme, die ich eben gesagt habe, Indizierung des Kindergelds. Eine zweite wäre endlich die Menschen, wir haben ja über mittlerweile 200.000, die abschiebepflichtig sind, auch dann entsprechend wieder in ihre Länder zu verbringen und dass sie dort eben entsprechend dann ihr Land unterstützen. Das dritte ist sicherlich eine Art Aufbaupakt West. Das heißt, wir müssen in Nordrhein-Westfalen in die Infrastruktur, wenn ich an die Brücken denke, in die Schulen investieren. Und das Weitere ist innere Sicherheit. Also klar, Polizisten, Polizisten, Polizisten. Polizisten. Und abschieben, abschieben, abschieben. Das wäre mein Schlusswort. Ich danke dir. Gerne, Achim. Ja. Ich bedanke mich natürlich auch noch einmal. Ich sage vielen Dank, dass der Bundestagsabgeordnete sich auch tatsächlich den sehr kompetenten Rico-Fragen gestellt hat. Gerne. Vielen Dank. Gerne. Wir sehen uns irgendwann mal. Ja, wir sehen uns in Oldenburg. Habe ich allerdings vergessen. Ja. Was hast du als Ausbildung oder vorher für einen Beruf ausgeübt? Ich bin gelernter Bankkaufmann, habe wohnwirtschaftliche Bauträgerfinanzierung danach hier schon in der Ausbildung danach gemacht und habe dann BWL und Jura in Hamburg studiert und habe dann jetzt knapp 20 Jahre im hohen Versicherungsmanagement eine Ebene zumeist und am Vorstand geschafft. Du hast also vorher schon Kohle gescheffelt? Ich habe vorher schon Geld verdient, ja, genau. Den Bänkern vertraue ich nicht. Ich bin Versicherungsmensch, da lege ich Wert drauf. Ich habe mal hier in der Versicherungswirtschaft gearbeitet. Ein Versicherungsmensch? Ja. Da fällt mir gerade nichts zu ein. Naja. Nur Gutes, hoffe ich. Dana Gut war doch auch versicherungsmäßig. Versicherungsmaklerin. Ja, eine Immobilienmaklerin. Nein, also ja. Ne? Ich denke, das ist auch mal so ein Trugschluss. Ohne Versicherung hast du kein Haus, kannst du keine Wohnfinanzierung mal. Wohnwirtschaftliche Finanzierung, gehen nur mit Versicherung. Wir zahlen, wir haben Berufsunfähigkeitsversorgung, betriebliche Altersvorsorge. Keiner kann Auto fahren. Es tut mir leid, aber die Redezeit ist vorbei. Schade. So läuft das in immer Berlin wenn ich auch. Argumente bringe, ist die Redezeit vorbei. So, jetzt trinke ich mal Bierchen weiter. Danke. Machen wir. Wir sehen uns in Oldenburg, ja, ne? Ja, denke ich mal, ne? Gerne wieder was alles machen. Alles klar, geil. Da bin ich den ganzen Tag sogar da. War super. Dann kommen wir auf dich zurück. Gerne, mach das. So, Achim. Ja. Was hältst du von dem Herrn Gottschalk? Er hat gar keine Haribos gehabt, ne? Ich bin von seiner lockeren, charmanten Art sehr überzeugt und hat auch seine argumentativen Vorträge haben mir sehr gut gefallen. Ich würde ihm Vertrauen entgegenbringen, auch wenn er von der Versicherung kommt. Der Versicherung, das weiß ich auch nicht, aber... Ja, hör mal, wer soll dir denn Vertrauen entgegenbringen? Im Mittelalter waren Menschen mit geschlitztem Ohr Betrüger. Aber mein Ohr ist nicht geschlitzt, sondern gelöchert. Wenn ich da jetzt dran ziehe, hast du einen Schlitz. Leute, Studio Salzgitter, die sind ganz schön frech, sind die. Okay, das war's dann.